So, jetzt machen wir hier die nächste Runde hier. Nicht wundern, meine lieben Freunde, nebenbei, während es der Livestream läuft, gibt es dann noch ein paar Stream-Ausschnitte. Also, wer gegrüßt werden möchte, dann kann diesbezüglich auch gerne was in die Kommentare reinschreiben. Dann lese ich das vor und später lade ich das als Video hoch, damit das hier systematisch hier vorangeht. Das Spiel ist so geil, das ist nicht nur geil, das ist masturbierisch. Da könnte ich den ganzen Tag. Was ist denn das für ein hässliches Cockpit? Hoppala, hoppala, was ist denn hier los? Das ist aber masturbierisch. Oh, ist ein Audi. Kein Wunder, dass es so schnell vorangeht. Oh, Kiesbett. Ach, das müssen wir nochmal machen. Große Schnauze sitzt hier gerade eben die ganze Zeit gehabt. Ey, wo will ich denn hin, Alter? Ohne Silber. Na Gott. Okay. Wir gehen Gas. Wir geben Gas. Wir geben Gas, 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 Gas. Das ist mal schon scheiße. Scheitert. Ja, Bedingungen nicht erfüllt. Müssen wir nochmal machen. Naja, wieder eine. Egal, ist jetzt nicht so schlimm. Und dann wollen wir weiter gelegt hier. Und drei und los geht's. Welches Auto ich jetzt für Speed Payback habe, das weiß ich schon jetzt nicht mehr. Außerdem gibt es doch da mehrere Kategorien. Was war denn das für eine Scheiße jetzt hier? Da gibt es außerdem mehrere Kategorien, von daher. Da weiß ich jetzt nicht mehr, was es da überhaupt für Fahrzeuge gibt. Also, ich habe das Anfang des Jahres, glaube ich, oder Ende letzten Jahres das letzte Mal gespielt. Muss mich jetzt nicht mehr fragen. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich kann mir nicht alles merken. Autsch. Scheitert. Verdammt. Verdammt. Na egal. Wenn Rocket League kommt, kann ich dir nicht sagen. Ich entscheide das immer, wenn ich gerade Lust drauf habe. Ich habe gestern für eine halbe Stunde Rocket League gespielt. Da kam keiner von euch vorbei, die Rocket League wollten. Und dann habe ich auch gesagt, nö. Weil ich habe diesbezüglich jetzt in letzter Zeit nicht so viel Bock auf Rocket League. Und es ist immer nur dasselbe, irgendwelche Tore schießen, irgendwie sich rumschubsen lassen. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Aktuell gerade. Ist immer dasselbe und nee. Dann müssen wir nochmal machen, das war ja gar nicht hier. Wenn man reinkommt, schreibt erstmal Moin. Servus, wie geht's dir? Wie war dein Tag so? Es ist nämlich auch immer launemäßig bei mir abhängig, auf was ich dann später Lust habe. Ja. Ach, wie fahre ich denn heute wieder? Ich fahre heute wieder wie Friseur hier. Ey, was war denn das jetzt? Was ist, Alter, mal, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt haben wir es. So. Eine 18. Oh, geil. Hä? Oh, hä?
Soll ich da jetzt wieder Gold bekommen? Na, ist egal. Der Gold ist auch funktionalistisch gut. Und Vollgas. Und die nächste Runde. Schläft deiner Chat schon oder was ist los hier? Kann man so durchgehen lassen, würde ich so grob behaupten. Ich finde es lustig, dass wir für dieses Ganze hier eigentlich Geld bekommen und halt diesbezüglich Erfahrung sammeln. Das finde ich echt wirklich cool. Ah, nein, ich will nicht das wieder. Wenn, dann will ich das fünfte haben hier. Was ich heute noch so mache, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Zocken natürlich. Welches Game, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das kommt immer darauf an, worauf ich Lust habe. Kann auch noch sein, dass ich dann nachher noch ein anderes Game spiele. Das weiß ich jetzt so nicht. Schön gedreht, werde ich mal grob behaupten. Wie geht's denn euch so, lieber Chat? Ich schütze mir schon wieder ein zurecht, ey. Nur. Ich brauche Luft. Schätze mir ein zurecht, ey. Gas! Ich muss mir mal ein Lenkrad oder irgendwie für solche Spiele oder sowas besorgen hier. Hättet ihr da Bock drauf? Vielleicht auch irgendwie meine Kameraperspektive dann zu sehen, wo ich die hinter mir steht, quasi gesehen, wo ich dann irgendwie mit Lenkrad hier zocke und ihr das Ganze verfolgen könnt. Also, wo ihr dann sehen könnt, wie ich fahre, was ich gerade fahre und so. Aber das müsste ich, wenn dann auf. Hoppala. Also, einmal, dass ich mit meiner Konsole in Dings streame, in YouTube, und dass ich das dann vielleicht, wenn ihr das mit Lenkrad sehen wollt, irgendwie vielleicht noch einen zweiten Stream auf demselben Kanal mache oder auf einem anderen Kanal. Das weiß ich jetzt so nicht. Müsst ihr mir mal die Kommentare saften. Also gestern im Stream war richtig geil, da hatte ich über 35 Likes, also das war wirklich ultra brutal, das fand ich richtig. Ach komm, lass mal jetzt die Scheiße, ist drauf gedrückt, egal. Dankeschön erstmal für dein Like. Ach, Mann, ey. Ja. Ach, ey. Worauf hättet ihr heute noch Bock zu zocken? Oder was ist zu sehen, streamtäßig-mäßig? Ah ja. Ich rede eigentlich vom Stream-mäßig her, was ihr heute noch so sehen möchtet.
Sini, moin moin. Huch, huch, huch. Herzlich willkommen, wie geht's dir so? Okay, das war jetzt einfach. Das war jetzt mal mega einfach. Na gut, es ist ja immer nur so ein bisschen was, ne? Aber ich finde es geil, dass es extrem viel Kohle gibt. Also man muss nicht erst eh. Man muss erst nicht ewig hier irgendwie oder so. Hey, ich gehe off. Okay. Und dann wünsche ich dir einen angenehmen Abend. Mir geht es den Umständen entsprechend. Ich schwitze nur halt wie extrem wie eine Sau. Und durch das Spiel jetzt, weil ich mich extrem vergraben habe, fange ich noch mehr an hier zu triefen. Muss mal gucken, dass ich hier. Lost. Dass ich hier versuche, irgendwie mal zu gucken, dass ich hier diesbezüglich nochmal ein bisschen. Ein paar schöne Zeiten jetzt im Asphalt biege. Och, ey! Bin immer zu schnell. Sieht die blöde Kurve so blöd. Strecke. Also die Strecke ist wirklich behindert, ey, für so ein Auto. Doch, ich fahre gerade einfach nur behindert. Was ist los? Heute keine 25 Zuschauer, so wie gestern. Ah, stimmt, es ist kein GTA. Was für ein Ding? Dragon Ball? Ich hab's jetzt noch nie gezockt. Wie bist du denn eigentlich hergekommen, wenn ich mal fragen darf? Du hast gerade gesehen, die Flammen, die aus dem Auspuff gekommen sind. Leider nur eine 1,37. Schon lange abonniert, okay. Warum bist du denn so wenig am Start, wenn ich mal fragen darf? Ich sehe dich wie weder Kommentare bei irgendeinem Video noch in irgendeinem Livestream. Das ist der erste Livestream, wo ich dich mal so richtig irgendwie mal lese hier. Was ich immer echt irgendwie schade finde. Aber gut. Was, bei welchem Video hast du denn gesagt, dass du mir ein Abonnement verpasst? Oh, ich will Nürburgring fahren. Ja, Nürburgring. Nordschleife. Da will ich mit dem Golf hin. Mit meinem Golf. Los, das suchten wir jetzt. Die Strecke suchten wir jetzt. Los hier. Talalalalalala. Bin leise Zuschauer. Ja, ist ja egal. Du kannst ja ruhig schon mal was. Da kann man sich ja diesbezüglich mal ein bisschen unterhalten hier und so. Ich hatte gestern einmal geschrieben, wenn es Energy kickt. Ja, nee, also ich hab mehr Freude wirklich ernsthaft gesehen dran, wenn man sich hier im Chat irgendwie unterhalten kann, als wenn immer die Leute nur still im Hintergrund zuschauen. Habe ich, wie gesagt, mehr Freude dran. Ah, noch mit BMW. Na ganz toll, das kann ja was werden. M4 auch noch, muss ich hier langheizen. Langheizen. Ja. ...260 kann man machen auf jeden Fall auf der Strecke, ja. Ein GTA-Video, glaube ich. Doch, welches GTA-Video? Ich glaube, viele. Die Livestreams teilweise ja noch. Hey, gescheitert, Bedingungen nicht erfüllt. 39 Sekunden, what? Läuft bei mir. Wer Bock hat, kann auch sehr gerne mal den Stream teilen. Ansonsten spielt nämlich auch noch was anderes.
wie so ein Fahrstuhl hier. Ich bin fast abgehoben. Ladedruck kickt hier auf jeden Fall übelst. Nehmen wir schön den Begrenzer ein. Ja, eine 40. Ja, kann, Gott, kann man ja mal so machen. Können wir ja mal so machen, ne? Auf jeden Fall gibt es viele Rennerfahrungen hier diesbezüglich. Ich glaube, bis ich mal ein richtiges Rennen fahren kann, werden bestimmt noch einige Streams vergehen, weil ich ja, wie gesagt, alle Dinger durchgehen möchte. Und da sitzt du schon eine Weile dann auf jeden Fall dran. Und da ich ja immer nur abends zocke, ist das ein bisschen schwierig immer, ne? Ja, der Sound gefällt mir absolut überhaupt nicht von dem Auto, da gibt es bessere, muss ich ganz einfach sagen, also zumindest im Spiel hier. Dafür liegt das Ding extrem gut auf der Bremse und auf der Straße. Große Fresse gerade eben noch gehabt, liegt gut auf der Straße und dann eine M6 GT3. Und M6 ist da. Okay. Ich kann die nicht auseinanderhalten, bin ich der BMW-Profi. Er der VW-Profi. Der VAG. Also, so eine Kante. Kein Wunder, dass es beim Nürburgring ständig kracht. Ich stelle mir gerade selber nicht besser an. Kein Wunder, dass es durch solche engen Gassen immer wieder auf dem Nürburgring entweder zu Ausrutschern kommt, was man so manchmal so in YouTube sieht. Oder halt irgendwo krachen tut. Weil manche Kurven sind ja wirklich bescheiden hier, ne? Da kommst du hier der Kuppe hoch, siehst es nicht, hier ist eine Rechtskurve, dann kommt auf einmal eine scharfe Rechts-Links-Kurve. Ich hab wieder, jetzt wieder... Wo sind denn die ganzen Moderatoren hier? Gar kein Moderator am Start. Schlafen die denn schon wieder, oder was? Wenn du da eine schwache Bremse hast, ach, dann bist du aufgeschmissen hier. Gerade wenn du hier mit 220 lang blickst. Das heißt, mit 150 wär's eng, ja, genauso wie hier. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ach, Moderator müde. Moin, moin. Dort. Ja, ich habe ja noch eine andere. Hier, die Landrate ist ja noch, die Pfeife ist ja auch noch da. Ne? Wenn du müde bist, dann halt ich hin. Ich will auf jeden Fall Nürburgring fahren. Ich weiß gar nicht, was kostet das überhaupt? Weiß das einer von euch, was Nürburgring kostet? Und dass man fahren will? Ja, naja, das ist auch ein Zeichen, dass dir generell der Schlaf fehlt. Dort und irgendwann holt sich der Körper seinen Schlaf, ne? Wird mir irgendeines Tages auch mal so gehen, dass ich einfach so müde und am Arsch bin. Weil da regeneriert sich ja der ganze Körper, die Nerven legen sich und so, ne? Hey du Pfeife, was hast denn da eigentlich jetzt hier gelöscht? Was ist denn jetzt mit Streamy Boy? Ist der gar nicht am Start? Was ist denn los hier? Naja. Und dann halt nicht. Das.
Mein Laptop hat wieder irgendwelche Mucken hier gerade. Er zeigt mir wieder gar keine Kommentare an. PSN aber auch nicht. Technik, die begeistert, ey, echt. Zeit, dass ich endlich den PC zusammenstelle. Ach, das geht mir schon wieder auf den Pimmel hier, ey. Das geht mir schon wieder richtig auf den Sack hier. Na komm, jetzt hier. Chat im neuen Fenster öffnen. Kann momentan nicht gut pennen, Vollmond. Ach so. Okay, ja gut, das ist natürlich dann negativ. Nicht so geil, wenn Vollmond ist und so, ne? Eine Runde kostet etwa 30 Euro. Okay. Ja, kann ich mit meinem Geringverdienergeld nicht mithalten. Und bis mein Auto in 100 Jahren mal fertig ist, wird es ja sowieso noch dauern. Ich habe gerade wieder momentan so eine richtige Null-Lust-Laune. Alleine auch wegen dem Wetter. Also wenn du die Formel-1-Strecke fahren willst, dann 30 Euro pro 15 Minuten. Boah. Marvin, moin moin. Hä, hey, Formel-1-Strecke? Was ist denn das für eine Abschnittstrecke? Ist das die kleine oder ist das denn die große? Weil die dann Nürburgring ist ja irgendwie in mehreren Teilen aufgeteilt. Soweit ich das weiß, oder? Liege ich da irgendwie falsch? Also es gibt ja, soweit ich weiß, hier so mehrere Optionen, wie man auf den Nürburgring fahren kann. Und ich möchte gerne so eine Runde fahren, wie was man so meistens so in den YouTube-Videos sieht, wenn sie irgendwelche Unfälle bauen und so. Was? Luftfeuchtigkeit, sein Kind? What? Laptop, hallo. Zeig mir mal jetzt mal die Kommentare wieder an, du Holzkopf. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Live-Chat, bitte. Ach so, ja. Ach so, das meinst du, ja. Ja. Ja, nicht nur die Luftfeuchtigkeit. Heute hatte ich wieder so... Es waren zwar eigentlich nur 27 Grad, aber an der Sonne hast du gedacht, ey, du bist bei 60, wirklich. Es war schon wieder so ekelhaft und dann hat es kurz mal genieselt, dann war es wieder bewölkt, dann hast du gedacht, okay, es kommt mal eine Abkühlung, weil ein Wind kam. Dann hat es wieder angefangen, die Sonne rauszukommen, dann war es noch schwüler gewesen oder noch drückender gewesen wie vorher. Also das ist wirklich dieses Mal ekelhaft, hoppala. Also bei mir ist es nicht anders, es war eigentlich auch für heute Gewitter angesagt gewesen. Und am Wochenende werde ich definitiv nicht irgendwie mehr in die Garage gehen oder so. Das hat mir das letzte Mal gereicht und das geht mir so deren mal so auf den Sack. Ich gucke mich jetzt auch schon gerade die ganze Zeit nach was anderem um, nach was Größerem. Scheißegal, was es kostet. Da muss ich halt ein paar Videos mehr raushauen oder so, dass ich das hinterher wieder rein habe oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung. Irgendwo anders knausern. Aber Hauptsache, ich habe was Größeres da. Das ist ja kein Zustand. Ich könnte schon längst fertig sein, ey. Entweder kann ich nicht, weil die Sonne da den ganzen Tag da oben rumplägelt. Oder, weil... Ja. Ach, leck mich doch, ey. Ich krieg wieder schlechte Laune hier, ey. Das ist so richtig... Mache ich mir hinterher den ganzen Stress und dann sagt der TÜV, nee, hat schon nicht gekonnt. Okay. So, dieses Auto ist echt nichts für diese Strecke, ey. Wie fährst du? Erspar dir deine dummen Kommentare.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Naja, wenn ich so sagen darf, mache ich mir gerade die Arbeit und mache auf der Beifahrerseite andere Bleche rein als auf der Fahrerseite. Also ich nehme nicht das Reparaturblech, was ich mir gekauft habe, also zumindest das andere Stück. Ich habe es zwar auch gut massakriert, sage ich jetzt mal so, aber ja, ich mach mir die Arbeit und fertige mir da selber was an. Vor allem, was auch dicker ist, weil diese Scheiße, die ich da eingeschweißt habe, das ist so dünnes Kuchenblech, und damit kannst du ja, keine Ahnung, damit könntest du vielleicht einen Kotflügel noch nicht immer verkleben oder so. Das ist ja zum Kotzen. Die Scheiße. Ich konzentriere mich gerade schon wieder überhaupt nicht. Verdammt. Pass mal auf, Freund Blase. Na, wenn du der Meinung bist, jetzt seit dem letzten GTA-Stream hier mir doof zu kommen oder so, kannst du genau auf die stille Treppe gehen wie die anderen Leute. Ich habe dir weder was getan noch sonst irgendwas, also erspare dir deine dummen Kommentare hier. Nur weil du der Meinung bist, wieder Kindergartenniveau raushängen zu lassen und in dem GTA-Stream Scheiße gebaut hast, obwohl ich 20 Mal gesagt habe, hör auf mit dem Dreck. Und du wieder deinen ganzen Stream gestört hast und die Leute, die dann da drinnen waren, da kann ich nichts dafür. Also erspare dir deine dummen Kommentare. Warst eigentlich sonst immer ein ganz vernünftiger gewesen. Aber wenn du jetzt anfängst, hier Streit zu suchen oder so, dann kommst du auf die stille Treppe und fertig. Fliegst du von der FA runter, oder wenn du es nicht sogar schon bist, das weiß ich gerade gar nicht, kommst du auf den Block und fertig. Ich muss mir ja nicht von irgendwelchen hier irgendwelche dummen Kommentare lassen, nur weil sich jemand nicht an meine Streamregeln hält. Naja, gut, warten wir bei uns. Gut. Die Strecke ist einfach, sage ich jetzt mal, für das Auto nicht geeignet. Zu viel Leistung auf dieser kleinen Strecke. Das müssen wir nochmal üben, auf jeden Fall. So. Beleidigst du mich noch einmal, kommt noch ein dummer Spruch, bist du die nächsten 300 Sekunden blockiert. Ich fackel da mittlerweile nicht mehr lange. Bin einfach zu gutmütig, und das ist das, was manche kleinen, möchte gern 12-jährigen Kinder ausnutzen. Meine Gutmütigkeit. Hoppla. Und nee, habe ich einfach keine Lust drauf. Nur weil du der Meinung bist, den GTA-Stream, den einen Tag, wo ich das Tuning-Treffen eigentlich machen wollte, der Meinung warst, die anderen Leute da dauernd abzuschießen. Ja, zeigt einfach nur wieder dein Niveau. So, und guck nochmal in den Duden rein. Oder ins Schulbuch, da hast du deutlich mehr zu tun, als irgendwelche dummen Kommentare zu packen. So, war aufmüpfig, der 12-Jährige hier. So, war aufmüpfig hier. Alter. Ist wirklich bescheiden hier. Komm, das schaff mal. In Begrenzer mit dir. Zack. Ach ja. Bam. Was haben wir denn hier? Oh, Silberkammer gefahren. Okay.